Tag zusammen und willkommen zurück zu Skyrim. So, am Ende der letzten Folge habe ich gemerkt, wenn ich Schleichen drücke, was ja meine Aufnahme, eine meiner Aufnahmetasten ist, da, also wenn ich Alt drücke, meine ich nicht Schleichen, dann schleiche ich. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich kann ja mit Escape mal die Aufnahme beenden und anfangen, ist ja egal. Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Na. Nicht so frech, mein Freund. Was ist los? Drachen? Nein, eigentlich nicht. Aktuell nicht. Was? Aha. Nepos, das werden wir jetzt mal besuchen. Der kleine Wichser. Der hetzt die ganzen Leute da auf. Und das wollen wir nicht, ne? Ne? Hallo! Entschuldigung, aber was wollt ihr hier? Ich bin hier um Nepos. Wir haben nicht mit euch gerechnet und der alte Mann braucht seine Ruhe. Kommt ein andermal wieder. Das geht aber nicht. Ich habe eine eindeutige Quest. Okay. Schickt ihn herein. Da ist der Spinner. Ja. Hallo! Nepos. Ihr habt ihn gehört. Tretet ein. Ich bin schon längst drin. Ich entschuldige mich für meine Haushälterin. Sie meint immer, mich beschützen zu müssen. Nun. Was wollt ihr? Die Nase. Nepos, die Nase. Ich weiß von Valen. Weblin. Ah, ja, ihr habt euch als echter Bluthund erwiesen. Schließlich habt ihr mich aufgespürt. Natürlich. Ich spiele dieses Spiel schon seit 20 Jahren. Schicke die Jungen in den Tod. Alles im Namen der Abgeschworenen. Und ich bin dessen müde. Ja, so, so müde. Dann hör doch auf damit. Warte. Warum? Weil mein König es mir befohlen hat. Madanach. Als der Aufstand durch die Nord niedergeschlagen wurde, warfen sie ihn in die Minen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er lebt noch. Ich bekomme seine Nachrichten und gebe seine Befehle, ohne zu fragen, weiter. So dumm. Wo ist Madanach? Er ist der Lumpenkönig. Ein Mann, der einst ganz Reach im Griff hatte. Er schürt die Leidenschaften der Unterdrückten in dieser Stadt. Weist sie an, die Feinde der Abgeschworenen in unserem Namen zu töten. Ach doch, hab ich gefragt. Alles aus dem Inneren der Sitna-Mine. Dann leck mich. So, ich soll jetzt so zurückgehen. Ist da jemand? Oh, WTF, warum? Was ist denn jetzt los? Sind die ein bisschen behindert? Was soll das? Wirklich? Ah, das ist nicht? Der alte Mann. Was war das denn bitte für eine Aktion gerade? Die waren da eben noch so freundlich. Naja. Dann nehmen wir mal seine Habseligkeiten mit. Tatsächlich mit seinem Schlüssel. Und du hier noch. Und vielleicht du noch? Aha, da hat einer also Dietrich hier mitgehabt. Ist ja interessant wie dir. So, wo muss ich jetzt hin? Wird da auch hier eine Stadt sein, ne? Hallo, da liegen ein paar Leichen rum. Kannst du mal bitte wegräumen? Danke. Die Stadt ist richtig kompliziert gemacht, ey. So. Schreit von Tardos. Ich bin da und habe die Quest gemacht. Ich bin da und habe die Quest. Wir hatten euch gewarnt. Aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten. Zeugen zum Schweigen bringen. Jede Menge Arbeit. Das ist natürlich scheiße. Tut mir leid. Was habt ihr mit Eltris gemacht? Das, was wir mit allen Einwohnern machen, die hier etwas verändern wollen. Wir hatten ein nettes kleines Abkommen zwischen Tona und Madanach. Bis ihr und Eltris angefangen habt, herumzuschnüffeln. Nun, ihr wolltet doch herausfinden, wer für die Morde verantwortlich ist. Dann freut euch, zusammen mit dem Lumpenkönig jede Menge Zeit in der Sitna-Mine verbringen zu dürfen. Geil. Gut, ich komme leise mit. Ja, kommt. Ihr werdet das Sonnenlicht nie wiedersehen, hört ihr? Niemand entkommt aus der Sitna-Mine. Ah, ich schon. Niemand. Ich will auf jeden Fall hin. Weil, da könnten wir ja Ärzte sein.
Ich bin so geldgeil, dass ich mich sogar gefangen nehmen lasse, Alter. Also nicht geldgeil, erzgeil bin ich ja. Ich muss schmieden, Leute. So, komm. Sperr mich ein, lass. In den meisten Gefängnissen kannst du deine Zeit absetzen in einem Bett. Kannst aber auch Ausbruch versuchen. Deine Ausrüstung befindet sich in einer Truhe irgendwo im Gefängnis. Okay, vielleicht war der auch gar nicht so schlau. Aber in Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sydner-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. Gut. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Mhm. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Geil! Verstanden? Ja. Ja. Wann komme ich hier raus? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Ich will den... Ich wollte den Barren mitnehmen, Mann. Hopp! Hi! Als ich erwischt... Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Nichts, ich bin unschuldig. Unschuldig? Das war ich auch, jedenfalls beim ersten Mal. Die anderen Morde habe ich aber begangen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Wo ist Madanach? Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Madanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Ach, kein Problem. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Okay. Überwinde Borkul, die Bestie. Du bist Borkul? Hallo. Das Frischfleisch. So weich und zart. Wie war es, glaube, als ihr das erste Mal getötet habt? Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Sehr schön. Warte. Lass mal Zigarette anmachen. Ich muss mal danach sehen. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Ja. Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Ja, klar. Falls ich mich mal rasieren muss. Ja. Bezahlen Wegzoll später. Ganz recht. Dreht um und verschwindet. Okay, ich drehe mich um und gehe weg. So, wo kriege ich jetzt die Klinge her? Ah! Ich habe keine Spitzhacke, gib mir eine Spitzhacke! Gib mir eine Spitzhacke! Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uai zurückgelassen. Hab mich gerade kurz ein bisschen ausgerastet. Sorry, Leute, aber da war Silber. Muss Erz abbauen. So. Oh, jetzt geht's mir schon besser. Eine Klinge soll ich suchen, ja? Okay. Und Erz muss ich suchen. Okay, die Folge könnte etwas länger gehen, Freunde. Ich muss Erz abbauen. Da hinten ist noch mehr, oder? Oder ist es dasselbe? Ja, war dasselbe. Schade. Okay, eine Klinge brauche ich. Eine Klinge. Hallo! Die andere. Wenn ich hier rauskomme, töte ich einen. Nee, ich will eine Klinge haben, aber ist egal. Ich nehme erstmal das Silbererz hier mit. Kann ich mir nicht Eisenerz und dann ist hier irgendwo eine Schmiede, wo mich dann schnell ein Dolch machen kann? Oder hier liegt irgendwo ein Messer einfach so rum. Das wäre natürlich auch nice. So, wenn ich hier rauskomme, töte ich einen Nord. Für das Erz. Und für deine Ehrlichkeit. Okay, hier ist nichts.
Ja, ist natürlich jetzt supi. Ich könnte natürlich versuchen, die Typen umzubringen, allerdings habe ich ja keine Waffen, ne? Das wäre dann ein wenig schlecht. Ich habe gar nichts. Nur ein bisschen Silbererz. Und was? Und ein Dietrich? Wo habe ich den denn hier? Den haben die mir gelassen. Ein Dietrich haben die mir gelassen. Das ist ja nett. Das ist ja nett von denen, ne? Okay, gehen wir mal hier lang. Hallo! Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Ey, Wache. Hat mich einfach mit den Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Ich habe mich einmal zu oft schnappen lassen. Jetzt sitze ich lebenslänglich. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich auch, aber ich habe nicht vor, so lange hier zu bleiben. Ich will nur das Silbererz mitnehmen, eine Waffe besorgen und dann raus hier. Was haben wir hier? Der hat hier auf gar nichts gehauen. Hier ist doch gar nichts. Ich bin unschuldig. Die Nord haben mir das angehängt. Interessiert. Ich war nicht mal in der Nähe der Mordwaffe. Mordwaffe? Als ich erwischt, ich finde kein Messer. Meine Tochter Urheine zurückgelassen. Können wir das nicht anders regeln? Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also könnt ihr den Wegzoll bezahlen? Eine Klinge. Ach man. Ich habe keine Klinge. Dann findet eine. Dieser Misthaufen von Grieswahl soll ja die ein oder andere angefertigt haben. Grieswahl? Danke für die Info. Unterhalte ich mich. Aber wo ist der? Du? Ich frage mich, wie alt meine Tochter jetzt ist. Wer ist Grieswahl? Im Gefängnis verliert du? Man sein Zeitgefühl. Nein. Du? Ich schwöre. Da ist er doch. Wenn ich jemals hier rauskomme. Oh, ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ja. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Gib, gib, gib. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Oh mein Gott. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. So geht's mit Erz. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Ich habe gerade gelesen, ich werde es euch besorgen. Bis zum nächsten Mal. Wer? Hatte das? Ich habe mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Oh Mann, ey. Skuma soll ich besorgen, ja? Ich brauch Skuma. Hallo. Du? Ja. Reden. Hallo? Rede mal mit dir. Wenn ich hier rauskomme, noch einmal und ich schlitze euch auf. Das Skuma gehört mir. Ich will's doch. Ich brauche was dringend. Bekommt ihr das Zittern? Ja. In Ordnung, nehmt es. Oh, mögen die Götter euch beschützen. Trottel. Bis dann. Als ob ich von Skuma abhängig wäre. Ich habe das Zeug nur einmal getrunken. Hui! Ey, ey! Ich bin nein, du bist der Falsche! Hör auf, mit mir zu reden! Mir das angehängt. Da ist er. Ich der Jarl hat entschieden, dass ich... Habe euer Skuma. Hier ist eure Klinge. Yes! Sprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Okay, dann heute nicht. Bis zum nächsten Tschüss! Ey, du! Ihr wurde zum Graben verurteilt. Könnt ihr den Weg zur Ja, hier ist euer Messer. Na schön. Rein mit euch. Aber stellt dort nichts an. Nein. Madanach ist klüger, als ihr denkt. Okay. Danke sehr. Mhm. Warum geht die nach außen auf? Madanach. Madanach, wo bist du? Halt. Schlüssel erforderlich. Das hier ist der Ausgang, oder what? Okay. Hallo! Ah, seht euch nur an. Eure Stammesgenossen haben aus euch eine Bestie gemacht. Oh ja. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Oh ja. Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ja. Ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Eure Freiheit? Ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave. Den Stiefel eurer Stammesgenossen im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Verstanden. Wie?
In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Okay. Ach, meine ich drücke mal Caps Lock. Unser Kampf ist der Kampf des Volkes. Ach, das Knoblauch sah aus wie Gold. Die ist leer. Gut, Leute. Wo, genau? Mit wem soll ich? Wer? Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheil zurückgelassen. Sehr interesting. Hallo! Soll mit dir reden? Was wollt ihr? Ich muss weiter. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? Jetzt gerade. In Helgen, dort wurde ich zum Henker geschickt. Ach ja, stimmt. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Lydia wartet auf mich bestimmt. Ja, aber sie sind weit von Himmelsrand entfernt. Ich habe Freunde, sind die einzige Familie, die ich brauche. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Ja, wie ich. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen, das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Hast du noch ein bisschen Silber dabei? Tut mir schrecklich leid, was euch passiert ist. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ja, ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Okay, bin ich jetzt fertig hier? Ja, danke. Also gut. Halt! Nicht so schnell, mein Freund. Ich brauche Silber. Und einen Amethyst habe ich auch gefunden. Ist hier noch etwas? Versteckst du was von mir? Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide verbrauchen. Ich habe keine mehr, ich habe die dem anderen gegeben. Der Jarl hat entschieden. Ja. Ist ja sehr traurig. Tach! Ups, hallo. Ich hab's mir angehört. Hallo. Ihr seid ein Sklave. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören. Wieder Boah. Und wieder. Jedes ja. Mal eine andere Familie. Jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Ist schon krass. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Nee. Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Ja. Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Okay. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Gut, mach ich. Und Mister kann ich Griswar nicht töten. Ah, hat Borkul euch eure abgenommen, als ihr hereinkam? Natürlich. Auch gut. Nehmt die hier. Ah, danke sehr. Unser Kampf ist der Kampf. Vielen Dank, mein Freund. Messer. Des Volkes. Dann werden wir immer töten, ne? Du bist Griswar, ne? Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also Graben. Ja, ich kann nicht. Ich habe doch keine Zeit dafür, Mann. Außerdem habe ich schon ganz viel Erz gefunden. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Ja! Lass das sein! Ja! So. Erledigt. Der hat gar keinen Erz dabei, Mann! Oh, er hat noch zwei Messer, warte mal. Hallo! Ich bin unschuldig. Die Nord hat mir das angehängt. Ich war nicht mal in der Nähe der Hauptwaffe. Ich muss hier wieder raus, da muss ich alles machen, was der sagt. Alles! Ich würde mich sogar ausziehen. Nein, das würde ich nicht machen. Griswar ist tot. Ihr gehört endlich zu uns. Siehst du? Kommt mit mir.
Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Ja, wird auch Zeit. Hör mal auf zu schreiben jetzt. Steht sowieso nichts auf dem Zettel drauf, obwohl du die ganze Zeit darauf rumkritzelst. Ich glaube, du kannst gar nicht schreiben und tust nur so. Oh. Ich müsste eigentlich die Folge wieder beenden, aber es ist gerade spannend. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Greswan nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markart in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen! Abgeschworenen! Reach, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. Okay. Ich bin bereit. In den Tunnel! Los! In den Tunnel, los! Los, 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 los! Ich sehe schon noch. Ba, 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 ba. Ba, hallo. Ein Ohrjuck. Ah. Oh, was ist denn das? Nix. Und jetzt? Soll ich jetzt? Okay. Man hört wohl, dass ich keine Schuhe an habe. Wo sind eigentlich meine Sachen jetzt? Die müsste ich schon wiederfinden, ne? Wäre schon nice. Ich mag diese Zwergenkonstruktion. Das ist voll cool. Sieht voll geil aus. Was? Was? Oh, hab euch! Ich kenne jemanden, der würde das mit einem Schlag schaffen. Ich vermisse Lydia. What? Ey, Spinne! Was war das? Lassen wir die Spielchen. Warte mal. Aua! Ach Mann, warum greifen die mich denn jetzt an? Oh, ist doch scheiße. Ja komm, dann muss ich zum nächsten Speicher. Bestimmt, weil ich ihn aus Versehen gehauen hab, Mann. Die sind da sau behindert, die Spassen, ey. Oh, nochmal die Scheiße. Jetzt haben wir nämlich gleich zwei Messer in der Hand. Nein. Oh. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, ja, ja. Ich geh jetzt mal lieber vor, ihr Wichser. Kein Bock mehr von euch getötet zu werden hier. Ich dachte, wir sind Freunde. Scheiße. Zack! Hallo? Ah, ne. Ah, Mann, warum sollte ich denn mal Caps Lock? Ja, ich kann nicht rennen, ich weiß. Hä? Oh, ne, ich hatte Caps Lock an, als ich die Aufnahme gestartet habe, anscheinend. Oh, da ist noch eine Spinne. Los geht's! Wuppdiwupp und hoch hier. Hallo? Aua! Okay, diesmal greifen sie mich nicht an, das ist gut. Ich muss erstmal Leben regenerieren, ne? Ich kann jetzt einfach so wieder angreifen. Ja, du läufst gegen die Wand, mein Freund. Beim nächsten Feind muss ich die erstmal kämpfen. Los geht's! Ihr macht das schon. Oh nein, wirklich. Guck, geht das? Oh, oh, oh. War's schon? Looten, Mann, ihr müsst doch looten. Weiß nicht, was das ist. Zwergenöl. Was ist denn hier alles eigentlich? Ja, was zum Mitnehmen? Guck mal da.
Aha! Aha! LOL! Wie leise ist das denn bitte? Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ich? Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Hier geht's jetzt weiter. Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Okay, vielen Dank für die Info. Ich kann nicht rennen und Lydia ist nicht da. Das heißt, ich muss das wegwerfen, glaube ich. Aber erstmal muss ich meine Rüstung anziehen. Warte mal, welche Rüstung hätte ich an? Das hier, glaube ich, ne? Ne. Doch. Das und das. Und Ring der Stärkung. Da habe ich noch was anderes. Halskette der Alchemie. Ah, das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ring der Stärkung. Alter, als ich alles dabei habe, ne? Hier, dieses alte Dwemer-Teil. Oh, Alter, ich habe ja richtig viel zu viel. Oh, Lydia, wo bist du, Mann? Verzierter Dwemer-Balken, den brauche ich. Ach, jetzt habe ich wirklich so eine Scheiße dabei. Hier, Eisendolch. Ja. Holzfäller-Axt brauche ich. Ich hatte jetzt zwei Spitzhacken, ne? Ja, eine kann ich da weg. Oh, was soll ich denn jetzt noch weg? Habe ich noch so einen Stärketrank? Ja. Nein, doch, habe ich jetzt genommen, ne? Habe ich weggeworfen? Alles klar. Ich muss schnell zu einem Händler, ey. Aber wir haben die Quest geschafft und wir sind wieder frei. Nice, Leute, nice. Und die Folge geht eine halbe Stunde fast. Nice. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Ach, das ist noch gar nicht vorbei. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona! Hier drüben! Das ist Lydia! Soll ich jetzt mitkämpfen oder was? Ich soll scheinbar mitkämpfen, aber irgendwie. Ich zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Ist die Quest jetzt nun fertig oder nicht? Ich glaube ja. Geil! Okay, dann suchen wir schon mal die nächste Quest aus für morgen. Finde Cash im Schrein von Perite, wo ist denn das? Oh, nice. Wo soll das sein? Irgendwas, was ich noch nicht entdeckt habe, anscheinend. Ich lasse sie einfach mal weiterkämpfen.
Finde einen Weg, Torad aus der Gefangenschaft von Talmor zu befreien. Verbotene Legende. Das muss ich endlich mal machen hier. Lass die mal da kämpfen. So, dann muss ich aber jetzt echt die Folge mal beenden. Aber erstmal. Ach, jetzt bin ich wieder. Lydia? Bin immer noch da. Ich möchte das einige Dinge. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, Lydia, du bist die Beste, Alter. Du bist einfach nur die Beste. Wie kann ich nicht? Trägt die jetzt auch schon zu viel oder was? Was hat die denn alles dabei? Für Zeug. Oh, die hat schon wieder Drachen. Aber das hier kann zum Beispiel weg. Obwohl, warte mal. Kann ich ihr noch was anderes geben vielleicht? Das wiegt alles so wenig, ne? Ein paar Barren? Alter. Jetzt kann die auch nicht mehr so viel tragen, ne? Geht ihr voran? Egal, ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden und sage danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Da werde ich erstmal noch so einen Trank schlucken und mal lieber erstmal Sachen verkaufen, denke ich mal. Und ich sage wie immer, bis dann. Ciao.